Just heute Abend ist auch die Sitzung von der Aktion Schulterschluss, von der ich jetzt gleich noch spreche. Das heißt, es ist kein Nicht-Respekt der Julia gegenüber. Vielleicht gehe ich dann ab 8 Uhr oder so mal raus auf den Gang, weil ich nämlich das heute auch erfüllen soll. Ich dachte erst, wir können das vielleicht sogar zusammen machen, dass ich das euch und dort präsentiere und wir den Mumble hören. Aber das wäre technisch zu aufwendig gewesen und auch von der Zeitabstimmung, weil wir natürlich auch nie genau wissen, wie es da ist. Aber das hätte ich natürlich sehr schick gefunden, wenn wir uns dann mit den anderen im Mumble hätten unterhalten können, ihr die Fragen mitbekommen hättet und ja. Wir können ja mal gerade Terminankündigungen machen. Wir sind und so. Uns wieder online. Also achso, na gut, dann. Das heißt, Stream geht weiter? Stream geht weiter. Gut, dann, ich war dabei stehen geblieben. Wir hatten dann einen gemeinsamen Termin im Mumble und der Hartmut und ich von der Energiepolitik und der Bernd von der Umwelt haben nach einer Stunde in diesem Mumble festgestellt, dass wir miteinander vorbeigeredet hatten. Bernds Idee war nämlich tatsächlich der eines gemeinsamen Antrages und wir sind dann kurz in uns gegangen und auch die Anwesenden der anderen AGs hatten sich schon entsprechend dazu geäußert und haben dann diesen Versuch gestartet. Das heißt, wir haben einfach einen neuen Mumble-Raum eingerichtet und uns dann jeden Dienstag getroffen, teilweise auch noch außerhalb. Die AGs nochmal für sich dazu parallel. Und Ziel war es, einen Konsensantrag zu schaffen, der umweltpolitische Themen insgesamt behandelt. Der große Vorteil ist erstmal für alle, die nicht so in den Themen drin sind, dass auf dem BPT dann ein etwas größerer Antrag vorgestellt wird, anstatt 20, 30 oder noch mehr anderen Anträgen. Das bedeutete aber umgekehrt, wir haben wirklich nur die Konsensteile in diesen Antrag mit reingenommen und alles, was nicht gesamtkonsensfähig war, als Alternativmodule mit dazugeholt. Das heißt, die werden dann eben auch mit dort reingestellt, aber der Gesamtantrag erstmal, der ist wirklich konsensfähig. So, wir hatten dann vor 4 Wochen den Einstellungsschluss in Liquid Feedback. Es muss ja dann auch noch die Stufen überspringen, dass es in die Diskussionsstufe kommt, dass es abgestimmt werden kann. Und hatten dann einen finalen Stand mit diversen Nachtschichten, wie das so ist. Und hatten danach die Situation, wir wollten schon noch gucken, ob wir in der Liquid-Phase irgendwelche Sachen bemerken, die eben noch in der Diskussion irgendwas anstoßen. Leider hatten wir aber kein Prozedere eigentlich vereinbart, was wie und wann wir das machen. Das ist so eine Sache, die man daraus lernt. Also wenn ihr da mal mit anderen zusammenarbeiten wollt, sollte es eigentlich immer ein klares Prozedere geben. Beispielsweise, dass man sich einen neutralen Moderator wählt, der dann offiziell einladen kann. So fanden dann verschiedene Sitzungen statt und zum Schluss war die Situation der letzten Tage, dass der eine meinte, das soll da rein und das wäre schon besprochen und der andere meinte, nee, das war besprochen. Das hat dann zu einer kleinen Krise geführt. Gestern standen auch noch 2 Anträge dementsprechend Schulterschluss in der Programmfabrik. Wir haben gestern in der Nachtsitzung alle nochmal an einen Tisch bekommen. Und heute früh um 2:30, 3 Uhr waren wir dann soweit, dass die entsprechenden Sachen geklärt sind. Vielleicht dazu noch, in dem, was wir ins Liquid eingestellt hatten, waren 2 Passagen, die irgendwie damit reingerutscht sind, wo die Leute hatten, das war nicht Stand der Besprechung. Die sind jetzt exkludiert oder umformuliert. Und es gab andere Sachen zu Peak Oil, zu Energiesteuer, was die energiepolitischen Themen zum Beispiel angeht, die auch jetzt als Zusatzmodul drin sind und auch im Bereich aus dem Tierschutz. Insofern dachte ich gestern Abend noch, ich kann euch hier heute nur erzählen, wie was gut gemeint, aber leider nicht geklappt hat. Aber ich bin wirklich sehr froh, auch wenn ich sehr übernächtigt bin, dass das noch hingehauen hat. So, ich möchte euch von diesem Gesamtantrag nur den energiepolitischen Teil vorstellen. Der gesamte Antrag, den findet ihr im Wiki, im Antragsportal unter Nummer PA 188. Kann sein, dass der konkurrierende Antrag noch irgendwo rumschwirrt, der wird dann aber zurückgezogen. Und in diesem Antrag selber geht es um alle möglichen Umweltthemen. Die Zahl derjenigen, die den Antrag einstellen, die wird auch noch größer werden. So. Umweltpolitische Ziele heißt er. Es kann sein, dass der Antragstext sich bis morgen noch leicht verändert, was daran liegt, dass die Antragskommission uns gebeten hatte,
einen Antrag direkt immer in Module aufzuteilen. Dann, wir wollen ja gerne eine Abstimmung über den Gesamtantrag, falls diese Abstimmung nicht stattfinden kann oder negativ ausgeht, die einzelnen Module abstimmen lassen. Aber wir sehen tatsächlich eine berechtigte Hoffnung, dass wir den sogar als Gesamtantrag mit einer Abstimmung durchbekommen. Hätten wir uns natürlich auch alle viel Zeit gespart. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund. Und damit das möglich ist, machen wir eben auf unterschiedlichen Veranstaltungen diesen Antrag auch bekannt, dass die Leute den nicht das allererste Mal lesen, wenn sie dann plötzlich in der Tagesordnung am Samstag um 16 Uhr damit konfrontiert sind. Dafür ist er nämlich zu lang. Ja, vielleicht noch zu der Zusammenarbeit. Das hat mir sehr, sehr viel, waren sehr, sehr interessante Erfahrungen. Teilweise war es so, dass eben die beispielsweise AG Bauen und Verkehr, die hatten einen recht langen Text, man hat aber sofort gemerkt, die haben sich sehr viele Gedanken gemacht, es war auch sehr inhaltsreich. Andere kamen mit recht langen Textpassagen, die ein wenig unausgegoren wirkten, vielleicht nur von Einzelnen waren. Es war natürlich super, die Konfrontation zu haben mit Leuten, die nicht im Thema sind, von einer jeweils anderen AG oder nur teilweise im Thema sind. Es gab dann eben auch Nachfragen, das verstehen wir so nicht und so, und dann merkt man schon, so ein Antrag ist da vielleicht doch noch nicht so konsensfähig und damit sinken natürlich auch die Abstimmungschancen. Oder es ist ein Punkt drin, der wirklich zu einer Streitfrage werden kann, dann eben als eigenes Modul behandeln. Das war eben wirklich sehr spannend, diese Zusammenarbeit. Das ist eine reine Basisaktion. Sicherlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn solche Koordinationen im Vorfeld stattfinden, die vielleicht auch vom Bundesvorstand begleitet sind oder zumindest angeregt werden oder was auch immer. Denn es ist, glaube ich, das, wie wir diese programmatischen Parteitage auch vernünftig handeln können und dann eben trotzdem viele Themen behandeln können. Wenn eben es, also ich weiß, dass es jetzt in der AG Wirtschaft und den benachbarten AGs, themenverwandten AGs, ebenfalls solche Bestrebungen gibt. Da jetzt morgen Programmschluss ist, weiß ich nicht, wie weit die sind, aber auch dort verschiedene Themen zusammenzufassen und sich miteinander abzustimmen. Ja, wie gesagt, Antragstext. Kann sein, dass er sich bis morgen noch leicht verändert. Es gibt hier schon mal den Hinweis auf Versorgungssicherheit mit Erdöl und Sachkundenachweis. Das war dieses Tierschutzthema, die dann eben quasi mit hinten dran kommen. Ebenso wird das vielleicht noch mit Peak Oil sein, also der Feststellung, dass wir schon über dem Zenit der Förderung sind, die man, na, ich will es gar nicht genau definieren. Peak Oil ist euch wahrscheinlich an sich ein Begriff, ansonsten könnt ihr es später auch anlesen. Ja, ich würde auch euch sehr gerne ermuntern, euch den Antrag dann mal insgesamt anzuschauen. Ich stelle jetzt aber, wie gesagt, nur den energiepolitischen Teil vor. Der erste, sozusagen fast schon die Präambel, ist der Nachhaltigkeitsbegriff. Die AG Nachhaltigkeit hat diese Definition so eingestellt. Aufgrund von kleinen internen Streitigkeiten wird aber wahrscheinlich die AG Nachhaltigkeit nicht als AG jetzt Antragsteller sein, sondern nur Mitglieder. Trotzdem ist das hier ein einheitlich abgestimmter Text, wo man eben diese Begriffsdefinition hat und sagt, das muss sich eigentlich als Leitgedanke durch alle umweltpolitischen Themen ziehen, denn es bringt nichts, einzelne Sachen zu verbessern, wenn ich dadurch im Sinne der Nachhaltigkeit eben Dinge mache, die dann uns später wieder um die Ohren hauen. Ja, wir könnten jetzt sehr billigen Strom produzieren, aber eine Generation später leidet darunter aus irgendeinem Grund, dann wäre das zum Beispiel kein nachhaltiger Gedanke. So, das können wir ja doch ein bisschen größer machen, oder? Besser? Ja, perfekt. So. Ja, nehmen wir mal diesen Nachhaltigkeitsbegriff. Die Piratenpartei setzt sich mit ihrer Politik für eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung ein. Das ist so die aktuelle Definition der AG Nachhaltigkeit, das ist das sogenannte Drei-Dimensionen-Modell. Es gibt da auch andere. Es gibt zum Beispiel noch eine digitale Nachhaltigkeit. Die könnte man in dem einen oder anderen Begriff hier zwar wiederfinden, aber das ist zurzeit eine Diskussion, die noch läuft, aber das ist die aktuelle Definition. Darunter verstehen wir einen verantwortungsvollen und generationengerechten Umgang mit dem zum allgemeinen Wohlergehen notwendigen Ressourcen in materieller und materieller Art. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Vielleicht noch was zum Sprachlichen. Prima. Teilweise merkt man. Ich habe dazu eine Frage, und zwar, bitte. Was versteht man in diesem Fall unter ökonomisch?
Also eine ökonomische Nachhaltigkeit, ein ganz einfaches Beispiel wäre, ich kann nicht Dinge machen, die sich wirtschaftlich so auswirken, dass sie ein Wirtschaftssystem zum Zusammenbruch führen lassen. Oder dass auch hier wieder ich Folgen dieser Entscheidung in der Zukunft nicht berücksichtige. Der grundsätzliche Nachhaltigkeitsbegriff kommt ja aus der Fischerei oder aus dem Forstbereich und sagt, ich kann dem System immer nur so viel entnehmen, dass es nicht kippt oder dass man eben für die Zukunft auch noch genug hat. Das ist so ein ganz ursprünglicher Nachhaltigkeitsbegriff. Und den kann man analog eben auch anwenden auf ökonomische Prozesse. Zu allgemein oder habe ich die Frage damit beantwortet? Nicht wirklich. Nicht wirklich, Fredo, aber ich denke mir, ist es gut. Ich habe es verstanden. Also hier empfehle ich zwei Dinge. Zum einen gibt es hier unter dem Antrag, was ich sehr sympathisch fand, hat sich jemand darum gekümmert, eine Quellensammlung zu verschiedenen Dingen. Im Moment ist es hauptsächlich noch Tierschutz, aber die Quellensammlung wird, denke ich, noch erweitert. Zum zweiten gibt es einen wesentlich längeren Eintrag, der die verschiedenen Adjektive, die es hier sind, mal genauer erläutert auf der Seite der AG Nachhaltigkeit. Hier haben wir immer nur ein Exzerpt, logischerweise, eine Zusammenfassung. Ja, also da können wir aber sicherlich über die einzelnen Aspekte nochmal in einem anderen Zusammenhang sprechen. Als nächstes kommen wir zur Energieversorgung. Auch hier ist der Begriff der Nachhaltigkeit nochmal drin. Ursprünglich hatte die Energiepolitik einen eigenen Nachhaltigkeitsbegriff, hat sich dem jetzt hier aber so ein bisschen angenähert, weil wir gesagt haben, dann nehmen wir diesen, ziehen ihn nach oben. Der Begriff der Energiepolitik, was Nachhaltigkeit angeht, den haben lustigerweise jetzt aber wieder, also etwas älteren, die Wirtschaftsleute übernommen, soweit ich das mitbekommen habe, in ihren Anträgen. Ja, wir Piraten möchten die Energie... Achso, ich wollte noch was zum Sprachlichen sagen. Man merkt teilweise, dass so ein Ding natürlich unterschiedliche Autoren hat. In der Kürze der Zeit war es jetzt nicht noch möglich, jetzt auch nochmal so schön zu redigieren oder redaktionell zu bearbeiten, dass es immer in einem Fluss ist. Zumindest ist es mein Empfinden. Teilweise ist auch, wird von wir Piraten, die Piratenpartei Deutschland, teilweise ist es mal eine Forderung, teilweise ist es eine Feststellung, teilweise ist es ein, wir werden schon dafür sorgen, wenn wir mal in der Regierung sind. Das bitte ich jetzt einfach mal nachzusehen, soll aber dem Inhalt an sich nicht schaden, was damit ausgesagt werden soll. Wir Piraten möchten die Energiewirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen und transparenten System umbauen. Da merkt man schon, dass Energiepolitik auch eine Sache ist, die eigentlich sehr viele piratige Kernaspekte berührt. Gerade der Begriff der Dezentralität, das wird später noch ausgeführt, ist eben was, was wir als Piraten als systemischen Vorteil erkennen, was sich ganz direkt auch hier zeigt bei Energiepolitik, zum Beispiel im Sinne von einer zentralen oder dezentralen Erzeugung und Verteilung und Verbrauch von Ressourcen. Ziel der Energiepolitik der Piraten ist es, preisgünstige, umweltfreundliche Energie bereitzustellen, um in Zukunft einen hohen Lebensstandard und hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Wichtige Parameter dabei Effizienz und Suffizienz, also der Verzicht auf unnötigen Verbrauch, sowie die soziale und gesellschaftliche Verträglichkeit. Dieser eine Absatz hat ungefähr in der Diskussion viele Wochen und unter anderem gestern mindestens anderthalb Stunden gehabt. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, sowas zu formulieren. Wir wollten sehr gerne diesen Begriff der Suffizienz einführen. Das ist auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte dafür ein Beispiel wählen. Es ist uns über die letzten Jahrzehnte ja gelungen, Motoren für Automobile immer effizienter zu machen. Das heißt, ich kriege pro Liter Sprit immer mehr PS daraus. Gleichzeitig ist es uns aber gelungen, dass jetzt ganz viele Leute völlig sinnloserweise in Städten mit Geländewagen herumfahren und entsprechend dasselbe verbrauchen wie früher mit ihrem Kleinwagen, den sie sich zu Studentenzeiten leisten konnten. Und ich würde fast schon sagen, in dem Maße, in dem die Anzahl der Kinder pro Familie runtergehen, gehen die Anzahl der Wagen hoch. Das heißt, dass eben auch dieser Begriff der Suffizienz, den man unterschiedlich übersetzen könnte, auch mit, jetzt nicht Verzicht, aber den man eben unterschiedlich übersetzen könnte, hier wird er eben jetzt mal erklärt, also als Begriff mal eingeführt, dass der ganz
direkt zusammengehört zur Effizienz. Ja, ich kann also nicht nur sagen, ich mache Systeme die ganze Zeit effizienter in ihrem singulären Verbrauch, aber dafür kann ich mir dann halt mal mehr davon gönnen. Ich kann nicht sagen, eine Leuchtdiode verbraucht wahnsinnig wenig, jetzt können wir mal endlich aber das ganze Haus von außen beleuchten. Das sind eigentlich klassische Beispiele, dass die beiden zusammengehören. Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig gesicherte Energieversorgung. Daher wäre, achso, vielleicht noch was anderes. Es kann eben nicht sein, dass ich andere Dinge voneinander losgelöst betrachte. Ich könnte sagen, ich bin für eine preisgünstige Stromversorgung. Der Hartz-IV-Empfänger darf nicht so viel für seinen Strom bezahlen wie im Moment. Ich kann es aber nicht davon entkoppeln zu sagen, woher dieser Strom kommt und was preisgünstig bedeutet. Es gibt Menschen, die möchten vorrechnen, dass Atomenergie die preisgünstigste ist. Wenn ich aber mal sehe, wie die Förderungen sind, wenn ich sehe, wie die Kosten sind für den Rückbau, wenn ich sehe, wie die Kosten sind für die Endlage, die noch keiner kennt, dann dürfte es wahrscheinlich die teuerste Energieform sein. Aber es ist eben auch wichtig, das Ganze noch irgendwie sozialverträglich zu machen. Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig gesicherte Energieversorgung. Daher werden wir die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft so schnell wie möglich durch nachhaltig verfügbare und umweltschonende Ressourcen ersetzen. Dazu gehört auch der adäquate Ausbau von Verteilungsnetzen und Energiespeichern. Das ist, führe das kurz aus, Knut hat dann gleich wieder eine Frage. Das ist für mich auch, ich habe es ja vorhin gesagt, ein sehr gutes Beispiel, Dezentralität. Es gibt eine große Kritik an den aktuellen Plänen des Netzausbaus, aus zwei Gründen. Der Netzausbau, also wir reden jetzt von Stromtrassen, ist im Grunde gar nicht sauber kalkuliert. Das heißt, es ist unmöglich, Daten zu bekommen, auf welche Leistungen das eigentlich ausgelegt werden soll, welcher Strom genau von wo nach wo geführt werden soll. Es werden immer irgendwelche imaginären Windparks in der Nordsee genannt und der Strombedarf im Süden und irgendwie muss das ja von A nach B. Energiepolitischen interessierten Piraten sind da mehrheitlich der Auffassung, oder ja, eigentlich alle, dass es eher schlau ist, in Speichertechnologien zu investieren, nach Möglichkeit dezentral zu erzeugen und jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu, auch etwas smarter Energie zu verteilen. Knut? Mit der allgemeinen Formulierung Atomkraft schließt du oder die AG die Nutzung von verbrauchten, ich sag mal, Energieträgern aus Uran aus, dass diese weiterverwendet werden und in ihrer, ich sag mal, Strahlungsfähigkeit reduziert werden. Das heißt, es gibt mittlerweile technische Systeme, die den Atommüll reduzieren. Und durch diese allgemeine Formulierung mit Atomkraft würdest du sowas ausschließen? Es gibt gleich noch, darf ich die Beantwortung der Frage zurückstellen, es gibt gleich noch extra was zum Thema Atomenergie, zum Thema Atomausstieg, zum Thema Atommüll. Da wird ein Teil davon beantwortet. Es gibt, um das vorwegzunehmen, weil es so explizit wird, werdet ihr es jetzt nicht finden, auch andere Formen. Wir haben auch sehr lange darüber nachgedacht. Es gibt in München einen Testreaktor, der gehört der Uni. Der ist selbstverständlich auch ein ganz normaler Atommeiler. Inwieweit wird der betroffen? Also hat man da versucht, immer auch zu sagen, zur Stromerzeugung, ja, oder zur Stromerzeugung, die verkauft werden soll oder so. Nur man kann das auch nicht immer alles komplett langfassen. Ja. Ich stelle übrigens auch nur den Antrag selber vor. Die Begründungen im Einzelnen sind dann teilweise noch hinten dran. Teilweise haben wir gesagt, es muss selbsterklärend sein. Es gibt keine einzelnen Begründungen. Es gibt Stoffe, die produziert werden müssen für die Medizin, die auch radioaktive Stoffe sind. Also in solchen Formulierungen muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, aber vielleicht wird es aus dem Gesamten dann deutlich. Julia hatte eine Frage. In dem Satz steht jetzt... Ist es an? Ja, ist an. Steht fossile Brennstoffe und Atomkraft so schnell wie möglich durch nachhaltig verfügbare Ressourcen ersetzen. Gibt es da in der AG oder irgendwie in der Begründung eine Priorisierung? Also erst Atomausstieg, dann Ausstieg aus fossilen Brennstoffen oder umgekehrt? Die Frage beantwortet sich auch, glaube ich, wenn ich zu dem Thema Atom komme. Ja? Weil bei Atom machen wir eine konkrete Aussage,
wie schnell wir uns vorstellen, aus der Atomkraft auszusteigen. Das können wir bei den Fossilen so nicht machen. Ich glaube, dadurch wird es dann schon ein bisschen priorisiert. Die Piratenpartei Deutschland steht für die Umstellung von endlichen Energieträgern auf generative Energiequellen wie Wind, Sonnen und Wasserkraft sowie heimisch erzeugte regenerative Energiequellen wie Biomasse. Regenerative Energieträger sollen dabei nur nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit genutzt werden und nicht in Konkurrenz zu anderen Zielen wie der Ernährung oder Ressourcenschonung stehen. Ich mache mal eine kurze Zäsur an der Stelle schon. Es geht also um Energiequellen, die ich direkt nehmen und umwandeln kann, die uns zwar auch nicht unendlich zur Verfügung stehen, in 4,5 Milliarden, 5 Milliarden Jahren wird es mit der Sonne für uns vorbei sein, aber nach unserem Empfinden eben schon nicht endlich sind. Und es gibt regenerative Energieträger, wo wir was tun müssen, die dann auch nachwachsen, dann auch wieder logischerweise von denselben kommen, bis auf die Atomkraft kommt ja alles von der Sonne. Gut, die Atomkraft kommt auch von der Sonne, aber von einer anderen. Und der zweite Teil des Satzes, der bezieht sich so ein bisschen auch schon auf die Tank- und Teller-Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da geht es darum, dass man sagt, wenn wir jetzt hier noch mehr Felder für energetische Erzeugung nutzen und dann eben Biodiesel produzieren, also das ist eine der größten Unsinnigkeiten, die man aus meiner Sicht machen kann, ein Rapsfeld, da wird dann ein Biodiesel erzeugt und der wird einem Verbrennungsmotor verbrannt. Das ist vom Wirkungsgrad nicht wirklich schlau. Und wenn dann dort auch noch irgendein Monsanto-Genmais in Monokultur angebaut wird, dann ist irgendwann das, was man eigentlich mal wollte, auf anderem Wege so ein bisschen hintertrieben. Eine dezentrale Erzeugung wird dabei angestrebt, denn diese ermöglicht eine regionale Eigenversorgung sowie übergreifende Verbundlösungen und Synergieeffekte. Deutschland ist sehr unterschiedlich in seinen Regionen. Mal gibt es mehr Wind, mal gibt es ein bisschen mehr Gebirge, in der einen Gegend leben mehr Leute, in der anderen weniger. In der einen habe ich plattes Land mit großen Feldern und fruchtbarem Boden. In der anderen Gegend habe ich Wasserkraft und so weiter und so weiter. Es gibt 100 Gemeinden, die zurzeit anstreben, energieautark zu sein. Einigen gelingt es sehr einfach. Andere werden da größere Probleme haben. Und dort, wo es geht, soll eben eine dezentrale Energieerzeugung her. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich muss nicht über große Trassen irgendwas hintransportieren. Und die Behauptung, dass das nicht überall ginge, die möchten wir dann gerne mal sehr genau belegt haben. Oder umgekehrt, hier steckt die Behauptung drin, dass es in sehr vielen Gegenden möglich ist, wenn man das clever angeht, die Energie zu erzeugen, die direkt vor Ort verbraucht wird. Der Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Das Thema ist bekannt, also wenn ich einen großen Windpark in der Nordsee habe, dann soll der nicht dort den Leuchtturm versorgen. Der braucht noch nicht mal die Region zu versorgen, weil an der Küste und auf dem Deich stehen schon genug Windräder. Und die Versorgung muss aber auch sichergestellt sein, wenn der Wind nicht weht. Der gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeugungskapazität und zeitliche Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme. Das ist auch klar, wer mal sich angeschaut hat, wie zum Beispiel die Strombörse funktioniert in Leipzig oder wie jetzt schon, da ist die viel zitierte Rocket Science nichts dagegen. Die sitzen in Zentren, die wesentlich mehr Monitore haben. Und oftmals ist es dann eben aber im ganz kleinen Verbrauch, beim Endverbraucher, bei Industrieanlagen, die sehr energieaufwendig sind, wo man durch geschickteres Management nochmal sehr, sehr viel machen kann. Setz dich ruhig auf meinen Platz. Angebotene und abgenommene Energiemengen werden unter Wahrung des Datenschutzes auf kommunaler Ebene messtechnisch erfasst und optimal aufeinander abgestimmt. Vielleicht habt ihr schon mal von Smart Grid gehört, mag ich jetzt nicht so weiter ausführen, aber da geht es eben auch zum Beispiel darum, wenn ich ein Haus habe, ich habe mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt, ich habe Möglichkeiten der Einspeisung, ich kann das auch selber verbrauchen, die meisten
nehmen das, was sie verbrauchen, aus der Steckdose und speisen komplett ein, weil es ihnen mehr Geld bringt. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt Nachbarschaftssysteme, die sich gegenseitig versorgen. Ja, der eine hat eine Speichermöglichkeit, der daneben hat sie nicht, der kann es nur direkt ins Netz geben. Wenn man da ein bisschen smarter noch rangeht, ist auch sehr, sehr viel noch möglich. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energieerzeugung aus dem Verbrauch. Ja, vor dem Satz habe ich ein bisschen Angst, denn ich habe bei meiner Vorbereitung festgestellt, dass ich noch nicht so genau weiß, ob ich ihn verstanden habe. Das ist insofern dumm, weil ich jetzt nicht die Gelegenheit genutzt hatte, nochmal nachzufragen. Ich verstehe ihn aber so, dass es mehr darum gehen soll, wir haben eine Möglichkeit, Energie zu erzeugen und möchten schauen, dass der Verbrauch dieser Erzeugungsmöglichkeit angepasst wird, zum Beispiel tageszeitmäßig, und nicht immer nur schauen, dass wir immer noch mehr erzeugen, um den Verbrauch dann zu decken, ohne dass es dort eine gewisse Flexibilität gibt. Ja? Also zum Beispiel, weil 5 Wirtschaftsunternehmen sagen, nee, wir möchten aber dann und dann unsere Öfen hochfahren, das ist für uns irgendwie netter, muss man nicht immer nur die Erzeugung dem Verbrauch anpassen, sondern auch stärker mal den Verbrauch der Erzeugung. Und dadurch spart man sich natürlich dann auch in den Sachen, wo das möglich ist. Also wenn ich im Kindergarten Mittagessen kochen muss, kann ich nicht sagen, ich mache es mal nachts, weil da haben wir gerade den Strom. Aber in den Maßen, wo das möglich ist, erspart es Speichertechnologien, weil ich einfach dann ein bisschen auch darauf eingehen kann, wie viel kann ich in die Mittagsstunden verlagern, wo die Sonnenstunden sind. Ganz klassisches Beispiel. Zusätzlich werden wir Maßnahmen zur Energieeinsparung fördern, sowie eine effiziente Kraft-Wärme-Kopplung aktiv vorantreiben. Fracking zur Gewinnung von unkonventionellem Erdgas lehnen wir ab. Der Begriff des Fracking ist dem einen oder anderen wahrscheinlich schon bekannt. Es geht dabei um Verfahren, wo Chemikalien auch vermischt mit Wasser und anderen Dingen in die Erde gepumpt werden. Die lösen dann zum Beispiel Salze auf, schaffen neue Möglichkeiten, dass Gase, die in dem Stein gebunden sind, frei werden. Und dieses Gas wird dann gefördert. Solche Technologien, wie auch die Gewinnung aus Schiefer, von Öl, die man mal irgendwann hier im Zweiten Weltkrieg hatte, als es kein Erdöl mehr gab, sind heutzutage, obwohl sie mit sehr hohen Kosten und sehr hohen mit sehr aufwendigen Verfahren verbunden sind, wieder interessant, weil der Ölpreis immer weiter nach oben geht. So, und jetzt mal ganz unwissenschaftlich gesprochen, ich glaube, jedem darf unwohl sein, auch wenn die Lobby das versucht anders darzustellen, wenn wahllos irgendwelche Chemikalien und andere Dinge in die Erde gepumpt werden, um da Gas rauszuholen, niemand genau weiß, was ist mit dem Grundwasser, was passiert dort von der Tektonik her, mit den Häuschen, die oben draufstehen. Deswegen dieser allgemeine Satz, aber dazu haben wir als Hessen sowieso schon bereits einen Beschluss, der Fracking ablehnt. Um Schwankungen bei der Verfügbarkeit auszugleichen und Energiespitzen zu nutzen, benötigen wir vielfältige Energiespeicher in großem Umfang. Diese Speicher sind eines der wichtigsten Elemente einer zukunftsfähigen Energieinfrastruktur. Thermische, chemische, Druck- und Potentialspeicher benötigen große Volumina, geothermische Speicherung von Wärme, chemische Speicherung von Strom in unterirdischen Reservoirs und neuartige Wasserkraft-Speicherkraftwerke auch im Flachland, aber auch kleine Speicher direkt bei den Endkunden sind Möglichkeiten, deren Erforschung, Entwicklung und Markteinführung intensiv unterstützt werden müssen. Grundsätzlich sagt der Satz Folgendes aus: Selbst wenn wir große Stromtrassen haben, können wir in Spitzenzeiten von mir aus, wenn das dann eben wirklich so sein soll, Windenergie von der Nordsee in Schwaben verbrauchen. Bin ich eigentlich noch in der Kamera? Du bist voll im Bild, du bist wunderschön. weil es selten in die Ecke scheint. Also war gar nicht irritiert, ist dann weit weg. Das ist so ein Bild. Ah. Ich arbeite nicht nur mit einer Kamera. Jetzt läuft es aus dem Bild. So. Das ist das eine. Das heißt, wir werden Speichertechnologien brauchen. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen.
aber mir persönlich zum Beispiel sind diese Speicher direkt bei den Endkunden wichtig. Es könnte zum Beispiel sein, dass man, was so ein Thema ist, was ich jetzt nicht weiter ausführen will, was aber hochspannend ist, von einer stromgeführten zu einer gasgeführten Energiewirtschaft umsteigt, dann kommt das Gas zu dir, du kannst es in der Brennstoffzelle direkt verbrauchen, du könntest es lagern und so weiter. Ähnliche Möglichkeiten gibt es mit Kraft-Wärme-Kopplung, mit Geothermie, mit sehr vielen anderen Technologien, wo der Häuslebauer direkt bei sich im Keller einfach noch ein bisschen Platz zur Verfügung hat. Aber auch eine Holzpelletheizung ist nichts weiter als ein Energiespeicher, wenn der Pelletbunker voll ist. So müssen wir eben schauen, dass wir die Erzeugungsarten, die an eine Jahreszeit, an eine Tageszeit oder an Wind, die Windverhältnisse im Land gekoppelt sind, dass wir die vernünftig ausnutzen und trotzdem Energie dort verbrauchen können, auch wann wir sie brauchen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Atomausstieg. Die Anti-Atom-Piraten haben das formuliert und haben es dann aber auch ein wenig eingedampft, waren sehr lange Passagen teilweise drin. Ende der Energiegewinnung durch Kernkraftwerke. Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Energiegewinnung durch Kernspaltung zu beenden. Diese sind 3 Jahren möglich. Kernspaltung, Fission, Fusion, das ist genau die Diskussion. Also im Moment wird Energie erzeugt in Atomkraftwerken. Das ist so im Grunde wie bei der Feuerzangenbowle. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm. Also es wird Energie dadurch erzeugt, dass in den Atomkraftwerken Wärme entsteht, ganz einfach formuliert. Die wird genutzt. Es gibt Wasserdampf, der treibt eine Turbine an. Das ist es. Es gibt die Idee, diese Wärmequelle auch dadurch zu erzeugen, dass man eben einen Verschmelzungsreaktor bauen könnte. Da gibt es große Forschung. Und wenn das klappt, müsste man sich auch nochmal genau anschauen, wie ist es da. Es entsteht schon auch ein radioaktiver Abfall, aber das wollten wir hier mal nicht ausschließen. Die Risiken bei Uranbergbau, Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und Emissionen sind zu hoch. Die Entsorgung des Atommülls ist ungeklärt. Das steht für sich. Dazu kommt die Gefährdung durch Unfälle, potenzielle Katastrophen und Anschläge. Kernenergie ist volkswirtschaftlich die teuerste Form der Energiegewinnung. Alle damit verbundenen Kosten sollen nach dem Verursacherprinzip umgelegt werden. In diesem einfachen Satz steckt sehr, sehr viel drin. Denn zum einen ist die Feststellung, dass es die teuerste Form der Energiegewinnung ist, diejenige, die man erhält, wenn man sich die Gesamtkosten betrachtet. Versteckte Kosten sind, wie gesagt, von den 50er Jahren an die massive Förderung der Forschung zur Kernenergie. Sämtliche Arten von Subventionen, die Ausklammerung des Betreiberrisikos. Ihr wisst, dass bis heute kein Kernkraftwerk versichert werden kann, weil der potenzielle Schaden so hoch sein könnte, dass ihn niemand mehr schätzen kann. Genau das ist natürlich ein Argument zu sagen, wenn dort so große Schäden entstehen können, dann ist das vielleicht auch nicht so die cleverste Sache. Verursacherprinzip, ja, ganz einfach. Wenn ich ein Energieerzeuger bin, der Atomkraftwerke betreibt, muss ich auch eben schauen, welche Kosten da noch so anfallen. Dazu kommen wir aber gleich noch, deswegen fasse ich mich jetzt da ein bisschen kürzer. Das Thema Atomausstieg und Atommüll ist auch leider ein ganz kleines bisschen doppelt, habe ich vorhin gesehen. Ich werde das jetzt mal einfach zusammenfassen. Wir wollen die bestehenden Kernkraftwerke Hand in Hand mit dem Ausbau erneuerbarer Energien abschalten. Verfahren und Anwendungen, die weiteren Atommüll produzieren, sollen möglichst vermieden werden, solange es keine nachhaltige Lösung zum Umgang mit radioaktiven Abfällen gibt. Das spielt so ein bisschen auf das an, was der Knut vorhin gefragt hat. Die weiteren Atommüll produzieren. Das ist jetzt eine Frage der Definition. Ich habe einen strahlungsintensiven Atommüll, könnte damit vielleicht irgendwas tun und habe zum Schluss weniger. Dann fällt zwar neuer Atommüll an, aber da müsste man dann eben schauen, wie man das definiert. Nur leider sind viele davon, also schnelle Brüter zum Beispiel, lehnen die Anti-Atom-Piraten, auch die meisten energiepolitischen Piraten ab. Wenn das so eine Sache war, an die gedacht wurde. Das ist übrigens eine der größten Bauruinen in Deutschland, der schnelle Brüter in Kalka, der nie fertig gebaut wurde, zig Milliarden verschlungen hat.
Aber es gibt ja noch Anlagen in Frankreich. Laufzeitverlängerungen und Neubauten von Kernkraftwerken werden ausgeschlossen. Die Förderung von AKW-Projekten im Ausland, auch durch staatliche Bürgschaften, lehnen wir ab. Das heißt, wir haben nicht viel gewonnen, wenn wir sagen, ja, also hier gibt es jetzt keine Atomkraftwerke mehr. Aber ich finde es ganz toll, dass Siemens da was Schönes baut in Frankreich und da gibt es auch noch eine Hermes-Bürgschaft und wir freuen uns drüber. Ja, oder in Russland oder sonst wo. Deswegen steht es da drin. Alle stillgelegten Kernkraftwerke verlieren unmittelbar die Betriebserlaubnis für die Reaktoren. Das heißt, diese Rolle rückwärts, die wir erlebt haben, auch unter Geänderten, ist dann sehr erschwert möglich. Ja? Man hat es per Gesetz versucht, wir haben gesehen, wohin es führt. Es soll ein wirklich endgültiger Schritt sein, ein finaler Schritt. Anlagen für rein medizinische und wissenschaftliche Anwendungen sind davon ausgenommen, habe ich vorhin schon gesagt, Forschungsrektor in der Nähe von München. Anlagen, die im kleinen Maßstab radioaktive Isotope produzieren für die Medizin. Alle kerntechnischen Anlagen sollen mit einer vollumfänglichen Haftpflichtversicherung versehen werden. Das ist jetzt so ein bisschen die Rückversicherung über die Versicherung, die den Anti-Atom-Piraten ganz wichtig sind in Bezug auf Tricks, die gemacht werden können, um später wieder solche Sachen wieder ins Netz zu bringen. Genauso wie wir es eben, wie gesagt, erlebt haben. Wenn es eine vollumfängliche Haftpflichtversicherung geben muss, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, sehr bekannte Möglichkeit ist die, es gibt keine, dementsprechend muss die Betriebserlaubnis sowieso entzogen werden. Die zweite ist diejenige, also angenommen, ich wäre jetzt einer der vier Großen und ich betreibe Kernkraftwerke, finde ich ja vielleicht doch eine Versicherung oder ups, es wird eine gegründet, die sagt, wir übernehmen diese Risiken. Das müsste man natürlich dann sehen, aber dann wäre es auch Aufgabe der entsprechenden Behörden, die sowas zulassen müssen, zu sagen, das könnt ihr nicht sauber rechnen, das könnt ihr nicht sauber nachweisen, passiert nicht. Also das soll der endgültige Sargnagel werden für die Atomkraftwerke, dass es eine Forderung gibt einer vollumfänglichen Haftpflichtversicherung. Die Entsorgung der Anlagen und der produzierten Abfälle ist durch Rücklagen auf Treuhandkonten sicherzustellen. Die Höhe dieser Rücklagen sind durch unabhängige Experten zu bestimmen. Der Teil ist, glaube ich, zumindest ein Stück weit von mir. Es geht eigentlich um folgende Überlegung. Viele, die ich auch am Infostand oder so erlebe, sagen, ja, Anti-Atom, das Ding ist doch gelaufen, die werden jetzt eh alle abgeschaltet, was soll das? Wir müssen aber heute uns dafür einsetzen, dass aus den Meilern, die noch laufen und wo jeden Tag pro Meiler eine Million erwirtschaftet wird an Geld, teilweise sagt man an Gewinn, dass daraus die entsprechenden Rücklagen gebildet werden, das werden sie auch schon teilweise, wirklich auf Treuhandkonten, die Kosten werden ermittelt von Experten. Also wir hatten ein Kernkraftwerk, das ist in Deutschland, ich glaube, nicht mal einen Monat gelaufen, dann wurde es aus verschiedenen Gründen stillgelegt und wieder rückgebaut. Der Rückbau hat, glaube ich, 5-6 Mal so lange gedauert wie der Bau, also über 20 Jahre. Die Kosten, die dabei entstanden sind, kann man sich vorstellen und nach wie vor, wir kennen noch gar nicht alle Kosten, noch nicht mal von einem Rückbau, weil wir immer noch nicht die Endlagerkosten kennen. Das heißt, wir müssen heute damit anfangen, weil sonst natürlich, was würde ich tun? Ich würde sagen, ja, also jetzt müssen wir ja die zurückbauen, ich übergebe das einer Tochterfirma, die ist ja auch kapitalisiert dafür. Oh, hat nicht gelangt, 2 Jahre später ist sie pleite gegangen, der Steuerzahler sitzt drauf. Es muss jetzt muss damit angefangen werden, das Geld in ausreichender Höhe rückzustellen. Und jetzt kommt nochmal eine kleine Doppelung, Atommüll. Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für eine verantwortliche Lösung zum Umgang mit Atommüll ein. Wir lehnen eine weitere Erkundung des Salzstockes in Gorleben ab und setzen uns für eine bundesweite Suche nach tatsächlich geeigneten Lagerstätten ein. Ich bin in dem Thema Gorleben nicht so dolle drin. Haben wir es gerade beschlossen? Kommt mir so bekannt vor, diese Paragraph? Ja. Es gibt eine Frage von Knut. Und zwar noch zum letzten Absatz. Und zwar, da steht kerntechnische Anlagen. Warum nicht allgemein energieerzeugende Anlagen? Weil ich bin der Meinung, wenn man was fordert, dann sollte man das so fordern, dass es ein allgemeines Gesetz werden könnte und nicht irgendwas Spezielles. Das heißt, ich würde das noch nicht mal auf kerntechnische Anlagen beschränken, weil das ist Klientelpolitik, sondern grundsätzlich jede energieerzeugende Anlage muss entsprechend versichert werden. Haben wir diskutiert.
Das Gegenargument war, es macht keinen Sinn, es so zu formulieren, zumindest Status quo ist, alle anderen Betreiber haben selbstverständlich eine Haftpflichtsicht. Du kannst kein Kohlekraftwerk bauen, wenn du nicht eine Haftpflicht hast. Du kannst kein Chemiewerk bauen, du kannst nichts bauen. Nur die Atomkraftwerke sind davon ausgenommen. Und deswegen jetzt erstmal diese spezielle Forderung. Ich gebe dir aber recht, meine Auffassung wäre auch, es sollten alle Anlagen sein. Aber da würde ich noch nicht mal Energie sagen. Ich würde sagen, jeder Betreiber, der irgendwas tut in Deutschland, muss dafür entsprechend abgesichert sein. Ja, das ist aber auch praktisch überall genauso geregelt, mit Ausnahme, ich habe es gesagt, von dem, was man nicht versichern kann, weil das Risiko ja so hoch wäre. Ja? Kannst du noch mal ein Stück hochgehen? Das ist zu der Sache, dass die Kernkraftwerke mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, ist noch ein bisschen weiter oben, abgeschaltet werden. Genau, wir wollen die bestehenden Kernkraftwerke Hand in Hand mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen abschalten. Was mir da fehlt, ist die Aussage, dass für die Kompensation des Atomausstiegs keine neuen Kohlekraftwerke oder andere nicht erneuerbare Energienkraftwerke gebaut werden dürfen. Habt ihr das diskutiert? Ja, genau das soll der Satz aussagen. Dass man das mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen machen will. Das heißt, die Kompensation soll dadurch erfolgen und nicht dadurch, dass man konventionelle Kraftwerke baut. Ja, wie verträgt sich das mit diesem Ziel von 3 Jahren? Also ich finde es zumindest, ich könnte mir vorstellen, dass die Piraten, wenn sie das verabschieden, trotzdem einem Bau zum Beispiel eines Kohlekraftwerks zustimmen würden, wenn dafür ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Ja, könnte ich mir auch. Eine Willenserklärung heißt ja in dem Falle nicht, dass man sagt, es muss so sein. Dann hätten wir es so formuliert. Müssen ausschließlich durch erneuerbare Energien. Aber dort, wo es geht, soll das gemacht werden, Hand in Hand. Und übrigens, die Behauptung ist von den Leuten, die da in der Materie auch sehr drin sind, dass das geht in 3 Jahren nur mit dem Ausbau von Erneuerbaren. Ja? Trotzdem könnte es sein, dass wir eine Situation haben, wo wir genau vor so einer Entscheidung stehen würden, noch ein Kohlekraftwerk oder noch ein Gaskraftwerk oder was auch immer. Nur der erklärte politische Wille ist, es soll mit Erneuerbaren sein. Also das heißt, du würdest den Antrag so interpretieren, dass jetzt ein hypothetischer Abgeordneter in beide Richtungen entscheiden könnte in so einem Fall? Naja, ich kann immer nur zwischen Alternativen entscheiden. Wenn die Alternative diejenige ist, zu sagen, es bleibt am Netz, weil wir nur konventionelle Kraftwerke stattdessen bereitstellen könnten, dann sollte aus meiner Sicht dafür stimmen, dass es abgeschaltet wird. Aber die Behauptung ist ja, und die ist, glaube ich, auch belegbar, wenn man das vernünftig macht, kann man das, was durch Atomkraftwerke wegfällt, mit Erneuerbaren entstehen lassen, innerhalb von 3 Jahren, sodass man es sukzessive eben dadurch substituiert. Also jetzt hast du gerade gesagt, wenn man es nur mit konventionellen kompensieren kann, sollte man trotzdem dafür stimmen, dass es abgeschaltet wird. Ja, also wäre aber meine Überzeugung, weil nein, ich meine jetzt nicht, Wille. Wenn es nicht anders geht, müsste man auch ein konventionelles nehmen, lieber als ein Atomkraftwerk, ja. Also klar, dass du das so machen würdest, ist klar. Meine Frage ist nur, schreibt der Antrag das vor? Oder sagt der Antrag, dass in dem Fall eine Abwägung stattfinden kann? Also er sagt erstmal, so wie es da steht, man möchte das Hand in Hand. Das heißt, genau die Substitution nur durch Erneuerbare. So, das ist der Wille. Er sagt aber nicht, muss dadurch ergänzt werden. Dadurch ist klar, wenn es das nicht... Nur aber übrigens, also implizit ist das schon, steckt da auch drin. Und das geht auch. Ja, das geht auch, das zu tun. Aber selbstverständlich ist es immer noch eine bessere Alternative zu sagen, da müssen wir halt ein konventionelles anschalten als ein Atomkraftwerk. Aber das soll eben eigentlich vermieden werden, diese Situation. Wäre aber das kleinere Übel, ganz klar. Thorsten hat auch eine Frage. Nimmst du das mit? Ich habe eine Frage, und zwar, was passiert, wenn wir jetzt in einem Jahr oder in 2 Jahren irgendwelche Wissenschaftler eine Kernspaltung entdecken, die komplett ohne strahlendes Material auskommt? Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel
die kalte Fusion entdecken? Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und tatsächlich sehen, dass zum Beispiel Fusionsreaktoren prima laufen und auch stabil laufen können und Energie produzieren können? Ich habe grundsätzliche Probleme mit diesen sehr ausformulierten Programmanträgen, weil sie generell sehr wenig Luft zum Atmen lassen für die Diskurse, die Mandatsträger dann in den Parlamenten haben müssen und beispielsweise diese Neuerung. Ich finde es sehr, sehr einengend. Ich finde, alles, was ihr schreibt, ist richtig. Alles, was ihr schreibt, könnte ich auch so unterschreiben, aber ich finde es halt eben schon sehr speziell, sehr ausklamüsert, wirklich sehr detailreich. Ich könnte es deswegen nicht unterstreichen. Also ich könnte es deswegen nicht unterzeichnen. Na, da kann ich dich vielleicht von überzeugen, das doch zu tun, und zwar im Folgenden. Wir wollten nicht nur irgendeinen netten Blabla machen. Wir sind gegen Atomkraft, wir haben uns alle lieb. Wenn man sagt, wir wollen, dass die abgeschaltet werden, muss man auch die Frage beantworten, wie das passiert. Das ist sehr dezidiert. Das ist auch so gewollt. Aber sei versichert, wenn morgen jemand sagt, wir haben in Tokio gerade die kalte Fusion entdeckt, die übrigens davon nicht betroffen wäre, nur mal so. Oder... Bitte? Okay. Oder haben den Stein der Weisen gefunden. Dann wird die Reaktionszeit eines mindestens einmal im Jahr stattfindenden Wahlparteitags der Piraten mit Sicherheit die kürzere Zeit sein im Vergleich dessen, dass der wirklich nachweisen kann, dass das ohne Risiken funktioniert, wenn es wirklich so eine neue Technik ist. Also wir dürfen nicht denken, dass es ein Stein gemeißelt ist. Es ist übrigens auch nur das Wahlprogramm, sondern nicht mal das Grundsatzprogramm, was tatsächlich für einen noch längeren Zeitraum gedacht ist. Ich bin absolut überzeugt davon, dass man schneller reagieren kann, sich dazu eine Meinung zu bilden und die dann auch wieder zu beschließen. Nur wir müssen vom heutigen Stand ausgehen. Und da dürfen wir nicht nur ein bisschen Wischiwaschi erzählen und eine allgemeine Aussage, sondern müssen ganz konkret die Punkte benennen. Ja? Du könntest auch sagen, was ist denn, wenn jemand das ganz sichere Atomkraftwerk erfindet? Dann müssen wir es neu bewerten. Aber anders geht's nicht. Gregorisch. Ja, und im Übrigen, Thorst, du hast ja gerade gesagt, du findest die Zielsetzung an sich ganz strebenswert, dass man sagt, irgendwie ja, kerntechnische Anlagen, also besonders die Kraftwerke, die Kernkraftwerke, die heute laufen, abzuschalten bei jeder Gelegenheit, wo es geht. Findest den Text aber dann zu speziell. Also das ist eigentlich ein sehr spezielles Zweck und dem Zweck wird dieser Antrag auf jeden Fall gerecht und der Rest ist tatsächlich ein bisschen Theorie bzw. Zukunftsmusik, also wenn was passiert, dass die Atommüll nachhaltig abgebaut werden kann in kurzer Zeit und so weiter, dann reden wir über ganz andere Vorgänge, die heute zwar in der Forschung vielleicht irgendwo am Horizont stehen, aber eben, wie es so schön heißt, in den nächsten 30 Jahren vielleicht mal marktreif erreichen, aber eben nicht nächstes Jahr. Das muss man auch sagen und die Bundestagswahl ist nächstes Jahr und dafür müssen wir erstmal auch die Position beziehen mit der Welt, die wir heute haben. Also die einzig wirklich am Horizont sichtbare Technologie, nämlich die der kernverschmelzenden Anlagen, die ist sogar mit eingebaut. Aber das ist wirklich die einzige. Und die Technologien, dass die Reaktoren bauen, die ihre eigenen Müll selber wieder verbrennen und dass da ein Bruchteil bzw. von dem Müll, der rausbleibt, in den 10 Jahren dann abgestrahlt, also das gibt im Labor auch schon, theoretisch. Es gibt sehr viele Dinge. Da gibt es viele Probleme, aber theoretisch geht sowas. Ja, aber da hat man gesagt, möchte man wirklich sehr, sehr konsequent sein. Es gibt da auch lange Diskussionen mit der Nuklearia. Die sagen auch, es gibt Pellet, es gibt Thoriumreaktoren, es gibt da ganz, ganz tolle Sachen. Da hat man sich sehr eindeutig und sehr mehrheitlich aber ausgesprochen, dass man diese Ideen zurzeit, dass man denen nicht glaubt. Ich sage es mal ganz vorsichtig, auch in der wissenschaftlichen Bewertung. Es gibt auch bis jetzt sehr wenig, was da real und nachweislich wirklich besser wäre. So, warum? Also leider kann ich zum Thema Salzstock-Golem jetzt nicht so viel sagen. Warum? Also es ist ja so, es hat bis jetzt wahnsinnig viel Geld gekostet, nichts gebracht. Es ist wahrscheinlich schlauer, das zurzeit nach anderen Lagerstätten zu suchen. Die Piratenpartei Deutschland will, dass nuklearer Müll grundsätzlich nur so gelagert wird, dass bei Bedarf eine Rückholung erfolgen kann. Bedarf heißt nicht, dass man damit die Anlagen wieder anschmeißt, aber es könnte eben wichtig sein, dass man sagt,
das muss dort wieder rausgeholt werden, weil es hat sich tektonisch was verändert, es ist irgendwas passiert. Oder wenn die Nuklearie in 50 Jahren doch was erfindet? Ja, genau, die ist dann schon berücksichtigt. Dies betrifft auch leicht- und mittelradioaktiven Müll, die Lagerung muss stets überwacht werden. Ich weiß nicht, habt ihr mal so Zwischenendlager gesehen oder Pseudo-Endlager, wenn dann diese gelben Fässer völlig wahllos übereinander gestapelt und mit Sicherheit auch nicht mehr so ganz dicht irgendwo in irgendeiner Ecke liegen und irgendwie zugeschüttet werden. Also es geht darum, eben zu sagen, im Bedarfsfall muss man sie auch wieder rausholen können. Es könnte auch irgendwas passieren. Es gibt eine Frage. Beinhaltet oder umfasst der auf 3 Jahre gesetzte Rahmen eines möglichen Abschaltens oder Ausstiegs aus Energiegewinnung durch Kernspaltung auch die Lösung des Endlagerungsproblems? Also, weil abschalten ist das eine, nur verbleibt das dann irgendwo da, wo es gerade verwendet wurde? Ja, übrigens ist das keine Entscheidung, die die Piraten zurzeit zu treffen haben, denn die Dinger sind ja da. Das heißt, wenn man sagt, man schaltet in 3 Jahren ab, kann man nicht sagen, wir können nicht abschalten, weil wir nicht wissen, wohin mit dem Müll. Also das wäre eine sehr perfide Argumentation. Also man muss verstärkt wirklich echte Endlager suchen und man muss eben natürlich auch berücksichtigen, dass allein der Rückbau und auch die Lagerung und Zwischenlagerung und Endlagerung all der unterschiedlich radioaktiven Stoffe sehr, sehr lange dauert. 3 Jahre ist nur Abschaltung. Kein Strom mehr daraus. Es ist für niemanden mehr interessant, in diese Technologien weiter zu investieren und das voranzutreiben, auch per Lobbyarbeit. Das ist das, was damit gemeint ist. Das ist absolut, es wäre unrealistisch zu sagen, in 3 Jahren kann man alles entlagern. Diese Endlagersuche ist schon so lange, dass niemand heute sagen kann, wie lange denn noch eine Suche dauert. Das ist auch immer eine Frage, welche Kriterien lege ich da an. So, die Kosten zur Entsorgung der anfallenden Abfälle haben die Verursacher zu tragen. Ja, na, selbstverständlich. Wer denn sonst? Es ist aber zurzeit zum Teil nicht so. Wer radioaktive Produkte herstellt oder in den Verkehr bringt, muss einen Entsorgungsnachweis führen und die Kosten dafür übernehmen. Das ist in jedem anderen Wirtschaftsbereich so. Verursacherprinzip, Kosten, bis auf so ein paar Sachen, die auch politisch gepampert sind. Und hier muss es eben genauso sein. Ausgenommen davon wären natürlich, wie es immer so ist, Dinge, die ausgrund von besonderen Faktoren sich verteuern. Ich gebe ein Beispiel. Castortransport, da muss man selbstverständlich die Transportkosten bezahlen. Aber die Sicherung durch die Polizei, das ist eine hoheitliche Aufgabe. Ja, also das, ich wäre dafür, das auch zu tun, aber das ist nun mal an gewisse Rechtsprinzipien gekoppelt in unserem Land und das ist grundsätzlich auch richtig so. So, ich möchte euch nur einen ganz kurzen Einblick geben. Ich mache jetzt hier noch bis Klimawandel. Bergrecht ist eine Sache, die relativ kurzfristig dazugekommen ist vom Danebot. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der ist ja jetzt im Nordrhein-Westfälischen Landtag, der auch seit 3 Jahren sehr rege immer in der Energiepolitik und in der Umweltpolitik mitgearbeitet hat. Beziehungsweise, nee, ich möchte eigentlich hier schon sogar zum Klimawandel eine Zäsur machen, weil das im Grunde geht es nur darum, dass man eben auch die Sachen ausgleichen muss, die durch menschliche Aktivitäten erzeugt werden. Das ist also eher dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Und ein wichtiger Satz ist der letzte. Der bisher sehr wirkungslosen Zertifikatehandel sehen wir kritisch. Der CO2-Zertifikatehandel hat sich als nicht wirklich funktional erwiesen. Ja, das an der Stelle möchte ich dann erstmal schließen. Ich möchte euch noch einen kleinen Ausblick einfach mal scrollend geben, was noch alles so in diesem Antrag drinsteckt, worauf ihr euch freuen dürft. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, Einführung eines Umweltgesetzbuches und Abschaffung des Bergrechts. Das beschäftigt sich damit, dass es im Grunde sehr, sehr viele Sachen in ein Umweltgesetzbuch gehören. Das alte Bergrecht gibt diese Umweltfaktoren zu wenig wieder. Es ist eigentlich mal aus ganz anderen Dingen bergmännischen Erwägungen entstanden und wie man sich unter Tage verhält und wurde dann immer aufgebläht. Es gab aber nie ein vernünftiges Umweltgesetzbuch, was verschiedene, auch die Sachen des Bergrechts betrifft. Wasserwirtschaft, da geht es um Trink- und Abwasser und den Gewässerschutz. Bauen und Verkehr, habe ich ja vorhin schon gesagt, super AG-Arbeit von denen. Trotzdem gab es noch ganz viel Diskussionen, Umformulierungen, Kürzungen, Klarstellungen. Dann nochmal auch in den Schulterschluss-Mumbles. Da geht es dann eben um Bauen und Wohnen, Verkehr und Infrastruktur, Stadt- und Regionalplanung. Die AG Landwirtschaft hat, da möchte ich eine Sache hervorheben, die AG Landwirtschaft hat für sich beschlossen,
ihr könnt davon ausgehen, da sind sehr viele Landwirte auch organisiert, auch konventionelle Landwirte, Biolandwirte. Die haben mehrheitlich beschlossen, das fand ich sehr erstaunlich, dass man auf Subventionen verzichten soll. Es wird auch genau erklärt, Umgang mit natürlichen Ressourcen, Agrarsubventionen, das ist der Part, von dem ich gesprochen habe. Dann, die AG-Tierschutz. Da ist, wie gesagt, der Sachkundenachweis, dieser strittige Paragraf, der sehr lang war und sehr hart formuliert war, wo dann auch die Landwirte sagen, das geht so nicht, wir können mit unseren Nutztieren diesen Sachen, das können, ja, der ist jetzt exkludiert als eigener Antrag unten drunter. Das hier ist der Konsensteil, hat auch ganz spannende Sachen. So, und dann folgen eben ein paar Antragsbegründungen. Wie gesagt, es hat nicht jeder eine Begründung geschrieben, weil manche davon ausgegangen sind, er soll selbsterklärend sein. Es gibt eine lange und wahrscheinlich auch noch sich erweiternde Linksammlung zu den verschiedenen Themen, wer soweit noch runterscrollen will. Und dann kommen eben die als eigene Anträge formuliert, kommt noch eben die, kommen dann auch die Links, die zwei, drei Anträge, die eben extra gestellt werden sollen, als erweiternde oder konkurrierende Anträge. Ja? Es wird vielleicht auch noch was zu Peak-Oil geben, noch mal was zur Energiesteuer. Das wird sich bis morgen zeigen, ob Leute noch Zusatzanträge dazu stellen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Pause? Ja. Wer will alles mit Pause? Also, jetzt melden. Ich hätte noch eine Frage zu dem Antrag, aber ich weiß nicht, ich kann sie dir auch direkt stellen. Also zum Prozedere einmal, gibt es die Möglichkeit, dass diese Blöcke also einzeln abgestimmt werden? Ja, weil ich finde gerade, ich weiß, das ist jetzt nicht dein Teil, aber mit diesem Unterpunkt natürliche Ressourcen beim Landwirtschaftsprogramm habe ich halt große Probleme, weil... Es geht sehr viel um Pestizide, es geht aber auch um Düngemittel. Genau, also vor allen Dingen, eigentlich ist der letzte Satz das, worauf es ankommt. Wir lehnen die Kombination von Saatgut mit Pflanzenschutzmitteln und deren Schutz durch Patente grundsätzlich ab. Alles, was da vorkommt, ist, finde ich, so ein bisschen FUD, auch nicht so richtig belegt. Also solche Sachen wie dieses und jenes gentechnisch resistente Pflanzen können durch Auskreuzung in bestehende Ökosysteme eine besondere Gefährdung der Umwelt darstellen. Das ist halt nicht, dafür gibt es keinerlei Beweise. Man kann natürlich immer sagen, irgendwas kann eine Gefährdung darstellen, aber laut unserem derzeitigen Kenntnisstand stellt es keine Gefährdung dar. Also das Problem bei der Gentechnik sind ja wirklich die Patente. Also insofern würde es mich freuen, wenn du das nochmal in die AG vielleicht mit reintragen könntest, dass man vielleicht in diesem Punkt natürliche Ressourcen den mittleren Absatz nochmal überarbeitet, möglicherweise rausstreicht, weil ich glaube, das Wichtige, das große Problem auch mit der Gentechnik sind ja wirklich die Genpatente. Und ich glaube, das würde den Antrag sehr viel konsensfähiger machen. Ja, also wahrscheinlich wird es nicht die Möglichkeit geben, man könnte aber trotzdem noch genau denselben Antragsteil als Extra-Antrag stellen und diesen schrittigen Teil rauslassen. Das könnte man noch tun. Grundsätzlich, wie gesagt, ist die Zielsetzung, dass wir versucht haben, so ein paar Minen rauszunehmen, über die man stolpert. Dem einen oder anderen wird trotzdem vielleicht ein gewisser Teil sagen, dem kann ich nicht zustimmen. Ich habe das jetzt ein bisschen eher rausgehört, du würdest sagen, es ist mir noch nicht genau genug formuliert oder es ist auf den falschen Aspekt abgehoben, aber wie dem auch sei. Ja, ich würde höchstens zustimmen, weil ich sage, der Rest ist so wichtig, ja. Wenn es nicht anders geht, aber eigentlich... So ein bisschen versuchen wir das und... aber es soll niemandem was untergejubelt werden, weil er den Rest zu toll findet. Das soll nicht passieren. So, also wir sind guter Dinge, den Antrag komplett durchzubekommen. Sollte das nicht der Fall sein, ist das nächste Ziel, ihn modular abzustimmen. Und vielleicht kann man dann auch eben noch einen Zusatzantrag haben, der eben entsprechend diesen schrittigen Teil rauslässt, den Rest aber drin hat. Thorsten, ne? Ja, ich würde es nochmal betonen, was ich eben nochmal sagte, das ist ein so dezidierte, dass ihr so dezidierte speziell in, oder auch sehr, sehr ins Detail geht mit eurem Antrag, dass ich sehr große Probleme habe,
statt also wirklich die Dinge auf den Punkt zu bringen und dann beispielsweise so etwas, was ihr jetzt hier geschrieben habt, was du auch vorgelesen hast, mit der Nachhaltigkeit und so weiter, das als Begründung zu bringen, bringt ihr quasi Begründung als Antrag. So sehe ich das. Ich finde das Beispiel, ich verstehe es nicht. Du hast, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken oder kannst mal ganz nach oben scrollen. Ja? Der erste Teil, den du vorgelesen hattest. Ups. Nachhaltige Energieversorgung. Das ist sehr dezidiert. Da redet ihr sehr dezidiert über Speichersysteme, über dieses und jenes. Das grundsätzliche Ziel dessen, was die Piratenpartei als Politik macht, das sollte erklärt werden. Und so etwas, was ihr da ausklamüsert, das sollte eigentlich in die Erklärung. Verstehst du? Was ich dazu, was ich meine, ihr seid sehr, sehr detailreich. Und das, also. Also die, das Ziel ist gewesen, nicht nur so ein nettes, also nehmen wir mal den ersten Satz, wir möchten die Energiewirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen, transparenten System umbauen. Das ist ein allgemeiner Satz, eine allgemeine Aussage, hat zwar auch schon eine piratig wiedererkennbare Aussage, aber grundsätzlich... Wir brauchen jetzt nicht Satz für Satz durchgehen. Da sind sehr viele Details drin. Lass mich da mal ausreden. Beispielsweise in einem Grunde. Ja. Ja? Ist das so? Wenn wir nur so diesen Antrag gemacht hätten, das ist der Punkt, um den es geht. Das ist ja so ein allgemeiner Satz. Wenn wir nur so den Antrag gemacht hätten, ohne auf die einzelnen Dinge einzugehen, das war erklärter Wunsch und erklärtes Ziel, das nicht so zu machen, um nicht so einen netten allgemeinen Blabla drin zu haben, wo in der Begründung erklärt wird, wie man sich das eigentlich vorstellt. Wir wollten das ganz explizit in dem Antrag mit drin haben. Das also war Ziel des Ganzen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das gerade gut finde an dem Antrag. Also es ist halt, man muss bedenken, es ist Wahlprogramm. Ich finde, diese allgemeinen Ziele gehören ins Grundsatzprogramm. Aber wenn wir im Wahlprogramm nicht genau schreiben, was wir wollen, dann können wir dafür auch hinterher nicht verantwortlich gemacht werden. Und das ist ja gerade das, was wir vielen anderen Parteien bei ihren Wahlprogrammen auch vorwerfen, dass die nach der Wahl nicht mehr viel wert sind. Insofern finde ich diese detaillierten Regelungen, wenn sie denn die Mehrheit bekommen, an sich eine gute Sache. Also es ist auch ein bisschen so, wir wollten auch nichts versteckt machen. Es gibt auch so ein bisschen, wenn man das möchte, den taktischen Kniff. Man nimmt eine Aussage, schreibt in die Begründung das rein, was man eigentlich will. Die meisten Leute versteifen sich aber auf den Antragstext, stimmen dann dafür, dagegen oder was auch immer. Aber ich habe ja im Grunde das andere so mittransportiert. Ja, da gab es auch mal die Frage, also man das nicht, wenn es ein bisschen strittig ist, kann man das doch nur in den Begründungstext reinnehmen. Also auch da haben wir gesagt, nee, dieser erste Satz, der könnte von den Grünen sein, der könnte eigentlich von jeder Partei sein. Wir möchten deswegen ganz konkret sagen, was das für uns bedeutet, um dort auch eben... die politische Auseinandersetzung zu suchen und die Sachen, die dann so dezidiert da drin stehen oder dir zu dezidiert drin stehen, das ist genau das, wo wir in den Diskurs kommen wollen, dann eben auch mit dem Wähler oder eben mit politischen Mitbewunderern. Also das ist genauso gewollt. Hindert uns doch auch keiner daran, das genauso zu tun, aber ich finde, wir geben hier ein so dezidiertes Wahlversprechen ab, dass wir uns eigentlich, also wir treten an quasi mit dem, das können wir gar nicht einhalten, so. So sehe ich das. Das sind erstmal unsere Ziele. Wir können vielleicht gar nichts davon einhalten. Genau, wir können vielleicht gar nichts davon einhalten, weil wir gar nicht in die Regierung kommen oder nicht mal in den Bundestag oder wofür auch immer so ein Wahlprogramm dann genutzt wird von der Bundespartei. Aber trotzdem dürfen wir uns da nicht in den Zielen beschränken und sagen, naja, realistisch werden wir vielleicht das eine oder andere gar nicht erreichen, lassen wir es lieber weg. Aber ich glaube, da habe ich dich falsch verstanden eben, oder? Ich glaube, ja. Ja. Ich fühle mich jedenfalls gerade falsch verstanden. Okay. Aber egal, lass uns Pause machen. Es bringt auch nichts, weil alle werden jetzt so formuliert. Ich finde es eigentlich eine Katastrophe, aber ist egal, das müssen wir brauchen. Müssen wir jetzt auch nicht hier aus.